Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und mit dabei sind, Moment, ja, ich, Joel, Leon, Mirko, Eddie, Phil und Schalk. Schalk, wie heißt du eigentlich? Wie heißt du eigentlich richtig? Ja, moin. Das merkt man. Moin. Was ich heute Abend mache, weiß ich noch nicht. Warum? Was hast du denn vor wieder? Du willst wieder ins Kino? Ja, mal eben gucken. Guck mal, ob du noch welche dazu findest. Dann könnte man das ja machen. Nee, ich bin bei hier Manni, unserem Kollegen von der Feuerwache. Ich bin gerade bei ihm, weil er hier irgendein Problem hat und er macht mir gerade nur die Tür nicht auf. Ich warte noch, ob er wohl da ist. Aber wir haben eigentlich abgemacht, dass ich heute bei ihm gucken komme. Er hat wohl ein Problem mit seiner hier im Abwasserleitung. Und bevor er da sich die Profis holt, mit den großen, schweren Geräten, sollte ich vorher mal gucken, ob das nicht auch was Kleineres ist. Nö, brauchst du nicht. Er ist ja wohl scheinbar gar nicht da. Weiß ich nicht warum. Morgen. Ja. 10. Ja. Oh ja. 12:43 1 12:45 1 Moin. Ihre Wohnung? Ja, klar. Wo kommt der Rauch denn her? Wissen Sie was? Oder haben Sie nur Rauchentwicklung in dem Gebäude gesehen? Das zieht aus dem Ker. Okay, ja. Ich gehe einmal kurz rum und dann teile ich meine Leute ein. Oh ja, okay. Ja, qualmt gut, ne? Ja. So, Jungs, komm mal her. Also, aus dem Keller qualmt es recht heftig.
Eure Aufgabe ist es jetzt, teilt eure Leute mal ein. Leon, dein Angriffstrupp geht in den Keller rein und kontrolliert, was dort ist. Die sollen die Wärmebildkamera mitnehmen. Mirko, dein Angriffstrupp rüstet sich mit PA aus und wird als Sicherheitstrupp für den Angriffstrupp von Leon eingesetzt. Leon, dein Wassertrupp baut die Wasserversorgung, also Verteiler, bis zur Haus 5 Meter vor die Haustür auf. Und der Wassertrupp von deinem Fahrzeug, Mirko, baut die Wasserversorgung zu Leons Löschgruppenfahrzeug auf. So, und wenn die Wasserversorgung steht, macht der Wassertrupp Pause, bevor wir nicht wissen, was unten im Keller wirklich abgeht, braucht ihr noch nicht weiter aufbauen. Sobald es aber heißt Feuer, wird sofort ein Schlauchtragekorb genommen und ausgepackt und für den Angriffstrupp bereit gemacht. Dann rüsten sich Wassertrupp von jeweils beiden Fahrzeugen aus. Mirkos Wassertrupp wird dann wieder Sicherheitstrupp und Leons Wassertrupp wird dann der Trupp, der mit dem Schlauch reingeht. Ja, der Angriffstrupp von deinem Fahrzeug ist der Sicherheitstrupp für Leons Angriffstrupp und wenn es heißt Feuer, dann ist Wassertrupp aus Sicherheitstrupp. Und erstmal baut ihr Wasserversorgung zum LF von Leon auf. Dam, 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 dam. Yay. Leitstelle von 12F1 kommen. Ja, folgendes von der Einsatzstelle. Im Gebäude ist Qualm, der aus dem Keller kommt. Angriffstrupp vom LF12 45-1 geht ins Gebäude vor und kontrolliert mit der Wärmebildkamera, was die Ursachen sind. Angriffstrupp und Wassertrupp machen sich bereit für möglichen Löschangriff. Nein, momentan sind keine weiteren Einsatzmittel benötigt. Angriffstrupp LF 12451 an Einsatzleiter 12111 kommen. Frage: Habt ihr schon etwas entdeckt? Ja, ist verstanden. Habt ihr denn Feuer gefunden? Okay, sonst guck doch mal am Heizungskessel nach, ob da nicht irgendwas undicht ist und ob das nicht nur Wasserdampf ist. Ist schon schädlich genug, aber vielleicht ist das ja auch nur Wasserdampf, aber der wirkt so wie Qualm, aber das riecht jetzt ja auch nicht nach Feuer oder so. In Keller? Ja. Das habt ihr schon die ganze Zeit gehabt, aber egal. Ja, wie sollt ihr denn das sonst herausfinden? Ja, Einsatzleiter hört. Also der Rauch steigt am stärksten hinten aus dem am hinteren Teil des Gebäudes aus. Ja, das ist überall. Der Rauch kommt aus. Ja, das ist verstanden. Trotzdem bitte die Heizung zudrehen. Dann schicke ich den
Wassertrupp dabei, dass dort jeweils an beide Türen, bitte einmal alle Fenster öffnen und an die Türen Lüfter hinstellen. So, und der Rest kann dann schon mal wieder die Wasserversorgung abbauen. Leitstelle von 12F1 kommen. Ja, folgendes von von der Einsatzstelle. Der auftretende Rauch war kein Rauch von irgendeiner Brandquelle. Es war einfach nur Wasserdampf, der aus einem Heizungskessel austrat. Dieser wurde abgedichtet und jetzt wird das Gebäude durchgelüftet und dann wieder an den Eigentümer übergeben. Okay, das haben wir verstanden. Wann rücken Sie ein oder Einrückzeit ist das schon bekannt? Denn ich denke, wir müssen hier doch noch lüften. Wir müssen nur noch durchlüften und dann hauen wir wieder ab. Okay, ja, verstanden. Wasserversorgung abgebaut. Ja, ist auch schon drin. Sollen wir schon wieder abrücken? Wenn ihr euren Lüfter wieder aufgebaut habt, dann fahrt wieder auf Einsatzbereitschaft. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war mal wieder ein wenig realistischer. Wenn man mit ein paar weniger Leuten spielt, ist es realistischer. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Ciao, bis zum nächsten Mal.